Der Clubobmann der SPÖ Niederösterreich, Hannes Wehninger, gewährte während einer Pressekonferenz einen Einblick auf die Themen der bevorstehenden Sitzung des Landtags. Für SPÖ-Klubobmann Hannes Wehninger ist eines klar, noch immer beschäftigen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher die Themen Teuerung und Energiepreisanstieg am meisten. Unklar ist ihm hingegen, warum diese Themen nicht Teil der Landtagssitzung sind. Das Thema Teuerung oder kaum mehr leistbares Wohnen ist für ÖVP und FPÖ in der Landtagssitzung überhaupt kein Thema. Es ist einfach unzumutbar, dass eine Landtagssitzung in diesen Zeiten stattfindet, wo das Thema Teuerung, das Thema Energiepreise, das Thema Wohnen kein Thema ist, sondern die ÖVP ihre Ideen für Kinderbetreuung, die stockkonservativ und längst überfällig sind, zum 17. Mal präsentiert, nur um die Tagesordnung zu füllen. In Wirklichkeit braucht man eine Kindergartenoffensive, wo die Betreuungseinrichtungen ganzjährig, ganztägig und gratis zur Verfügung stehen. Und die Gemeinden brauchen mehr finanzielle Unterstützung, damit sie die Projekte auch umsetzen können. Aber wir hören von immer mehr Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, dass die explodierenden Baukosten und die Anforderungen, die pädagogisch von den Kindergartenpädagoginnen, aber auch von den Eltern gewünscht sind, längst nicht mehr mit dem zusammenpasst, was das Land Niederösterreich als förderungswürdig betrachtet. Und überbleiben die Gemeinden, die dann entweder sich verschulden oder die neuen Kindergärten so abspecken, dass sie einfach auch nicht mehr den Bedürfnissen der Zukunft gerecht werden. Der in der Landtagssitzung eingebrachte Antrag der ÖVP und FPÖ, härtere Strafen für Klimakleber zu verhängen, werde von der SPÖ keine Zustimmung erhalten, so Wehninger. Wir haben alle keine Freude mit diesen Protestaktionen, aber Sie werden verstehen, dass gerade die Sozialdemokratie, die das Demonstrationsrecht erkämpft hat, das besonders stark verteidigt. Ich glaube, dass diese Diskussion über die Bestrafung von Klimageberinnen und Klebern völlig überzogen ist. Kein Mensch kann akzeptieren, und das macht auch das Strafrecht nicht, dass jemand Einsatzfahrzeuge behindert und Menschenleben riskiert. Aber da geht es nicht nur um Klimakleberinnen und Klimakleber, das würde genauso irgendwelche Lkw-Blockaden oder Traktorproteste betreffen. Und da geht schon sehr an die Substanz der Demokratie. Das Strafrecht sieht Strafen vor. Und ich glaube, man sollte das einfach umdrehen und nicht die vor allem jungen Menschen, die sich für Klimapolitik engagieren, als Feind sehen, sondern die Erderwärmung. Zur aktuellen Wohnbaudebatte werde die SPÖ in der Landtagssitzung noch 7 konkrete Anträge einbringen. Was darum geht, den sozialen, gemeinnützigen Wohnbau in Niederösterreich wieder zum Laufen zu bringen, aber auch für konkrete Mietpreisdeckel, damit die Niederösterreicher sich das Wohnen auch wieder leisten können.